Hey, Johannes hier von newgadgets.de und hier auf der CES 2014 und ich schaue mir hier bei Lenovo das A859 Smartphone an. Wir haben also hier ein 5 Zoll Smartphone mit einer HD-Auflösung und eine 8 Megapixel Kamera hier auf der Rückseite, eine 1,6 Megapixel Kamera hier vorne. Wie man hier sehen kann, Android 4.2 Jelly Bean mit eigener User Interface von Lenovo. Seht ihr, wir haben die Widgets und die Apps auf einer Ebene. Auf der Rückseite seht ihr, haben wir hier Kunststoff und ein glossy Weiß, also ein glänzendes Weiß. Auf der rechten Seite hier den Lautstärke-Taste, Power-Button hier oben, Kopfhöreranschluss hier und unten ein Micro-USB-Port. Als Prozessor ein Quad-Core mit 1,3 GHz, also genügend Leistung. Und der Preis von 219 US-Dollar ist auf jeden Fall schon in Ordnung. Wird wahrscheinlich in Deutschland 219 Euro betragen. Und rauskommen soll das Smartphone im Januar 2014, also diesen Monat. Falls ihr Fragen zu diesem Phone habt, dann lasst es mich hier unten in den Kommentaren wissen. Ich werde es sofort beantworten. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesem Video natürlich einen Daumen hoch gebt, falls es euch gefallen hat und meinen Kanal abonniert. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video.